Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, bei der Konrad-Adenauer-Stiftung. Mein Name ist Michael Thielen, ich bin Geschäftsführer der Stiftung und unser Thema heute ist Kommunikation, Resilienz, Sicherheit. Sicherheit ist eines der drei Kernthemen der Konrad-Adenauer-Stiftung neben Innovation und Repräsentation. Und Kommunikation ist eine zunehmend wichtigere Dimension von Sicherheitspolitik, die wir besonders in den Blick nehmen wollen. Wir wollen das tun, weil Kommunikation neben militärischen Fähigkeiten, neben kultureller Attraktivität, neben wirtschaftlicher und technologischer Stärke zunehmend an Bedeutung gewinnt für die Wahrung unserer Werte und unserer Interessen. Wir meinen, das Thema verdient mehr Aufmerksamkeit. Natürlich ist Kommunikation als Dimension von Sicherheitspolitik nicht neu, aber sie hat neue Qualität gewonnen. Durch die sozialen Medien, die von einer wachsenden Zahl von Menschen auch als eine zentrale Quelle von Information wahrgenommen wird, durch die Grundmechanik dieser sozialen Medien, die Zuspitzung prämieren und eine wechselseitige Bestätigungsdynamik auslösen. Durch das Tempo und die Viralität und auch die Wechselwirkungen zwischen den sozialen und den klassischen Medien. Und schließlich auch durch neue Technologien, die zur Manipulation der Kommunikation eingesetzt werden können. Das ist die mediale Seite dieser Entwicklung und die gesellschaftliche Seite dieser Entwicklung. Ist eine zunehmende Polarisierung in der Gesellschaft. Flüchtlingskrise, Klimakrise, Pandemie sind die Stichworte. Alles Krisenphänomene, die Einstiegsfenster für Desinformation bieten. Wenn man sagt, mehr Aufmerksamkeit, muss man im selben Atemzug feststellen, spektakuläre Fälle von Desinformation haben wir vielfach in den vergangenen Jahren erlebt. Vielen ist noch der Fall Lisa präsent, Anfang 2016. Viele erinnern sich an die Debatten rund um die US-Wahlen 2016 und die französischen Präsidentschaftswahlen 2017, an Alexei Nawalny und natürlich auch an die Debatten rund um Covid-19. Ein besonderer Fall von Desinformation als Instrument hybrider Kriegführung ist sicher die Ukraine seit 2013, 2014. Meine Kollegin Brigitta Triebel, die Leiterin unseres Büros in Charkiw, wird dazu später berichten. Insgesamt erleben wir eine große Dynamik, auch jenseits der spektakulären Fälle. Die Taskforce des Auswärtigen Dienstes der Europäischen Union hat festgestellt, kein Land in der EU ist davon so betroffen wie Deutschland. Über 700 Fälle seit Ende 2015 wurden identifiziert. Und wir erleben bis in die letzten Tage hinein immer wieder neue Aufmerksamkeit für dieses Thema. Gerade jetzt haben Journalisten der Bundespressekonferenz öffentlich gemacht, dass sie sich instrumentalisiert sehen für Desinformation in Deutschland. Natürlich gibt es viele Initiativen, Faktenchecks, neue Tools, die auch eine Art Glaubwürdigkeitscheck für Information versprechen, technische Entwicklungen, die insbesondere dem Aufspüren von Deepfakes im Bewegtbild dienen und natürlich auch viele regulatorische Ansätze in Deutschland und Europa, die Plattformanbieter stärker in die Verpflichtung nehmen wollen. Die Strategien sind zunächst einmal relativ einfach: Licht ins Dunkel bringen, analysieren, verbreiten, aufmerksam machen auf das Thema, Aufmerksamkeit erzeugen für dieses Thema, Öffentlichkeit schaffen. Administrative, regulatorische Eingriffe haben ihre Grenzen. Nicht immer ist evident,
was Fake ist und was News sind. Das ist in einer freiheitlichen, offenen Gesellschaft auch Gegenstand des Diskurses. Wir brauchen und setzen auf Meinungspluralismus, auf Meinungsfreiheit und auf eine weit gefasste Form von Meinungsfreiheit. Deshalb brauchen wir eine Stärkung des Vertrauens in demokratische Institutionen. Das setzt voraus, dass diese Institutionen auch bereit sind, sich selbst in Frage zu stellen, sich selbst immer wieder zu erneuern. Und schließlich für eine Einrichtung wie die Konrad-Adenauer-Stiftung besonders wichtig: Wir brauchen intensive Arbeit am inneren Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Wir denken, es gibt für das Thema, das heute das unsrige ist, ein Fenster der Gelegenheit. Eine Umfrage der Münchner Sicherheitskonferenz hat ergeben, 64% der Deutschen interessieren sich stark oder sehr stark für Außen- und Sicherheitspolitik. 51% der Jüngeren, der 18- bis 30-Jährigen, sind für mehr internationales Engagement Deutschlands. Ich lasse jetzt mal offen, wie das Ergebnis aussieht, wenn man diese Frage etwas konkretisieren würde und wenn es um konkrete Engagements geht. Aber es gibt zweifellos eine neue Wachheit für die internationale Dimension unserer Sicherheit, unserer Werte, unserer Interessen. Unsere Aufgabe, auch unsere Aufgabe als Stiftung, ist, zu einer sicherheitspolitischen Strategiedebatte beizutragen, die auch die Dimension der Kommunikation prominent mitbedenkt. Wir tun dies jetzt mit dem schon erwähnten Beitrag meiner Kollegin aus der Ukraine, mit einer Keynote von Generalleutnant Markus Laubenthal, dem stellvertretenden Generalinspekteur der Bundeswehr. Vielen Dank, Herr General, für Ihre Bereitschaft und für Ihr Kommen. Er wird nach seinem Impuls hier in einem Panel diskutieren mit Roderich Kiesewetter, Mitglied des Deutschen Bundestages, Obmann der Unionsfraktion im Auswärtigen Ausschuss des Deutschen Bundestages und Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums, vor allem aber ein treuer und langjähriger Freund und Partner der Konrad-Adenauer-Stiftung. Herzlich willkommen, Herr Kiesewetter. Und uns zugeschaltet ist Herr Knappenschneider, Geschäftsführer von Avisa Deutschland. Auch an Sie jedenfalls ein virtuelles herzliches Willkommen. Moderiert wird unser Gespräch von Professor Natascha Zowislo-Grünewald, Professorin für Unternehmenskommunikation an der Hochschule der Bundeswehr in München. Mit ihr und ihrer Universität haben wir bereits zusammengearbeitet bei einer mehrteiligen Online-Seminarreihe zu unserem Thema und vor allem bei einem Sammelband zu diesen Fragen, der in Kürze erscheinen wird. Darin geht es um die unterschiedlichen Dimensionen und Facetten der Bedrohung im Kommunikationsraum und um strategische Antworten. Beides spielt natürlich auch in den jetzt folgenden Beiträgen eine Rolle. Wir beginnen mit Frau Triebel und setzen fort mit der Keynote des Generals Laubenthal. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Die Ukraine gilt als paradigmatischer Fall russischer Desinformation. Diese Kampagnen sind seit 2013 zu beobachten. Seitdem sich die Ukraine für eine Annäherung an die Europäische Union gegen den Willen Russlands entschieden hat. Die letzten Wochen haben gezeigt, dass sich an dieser Taktik Russlands wenig in den letzten 8 Jahren geändert hat. Denn als
Die Kämpfe an der Kontaktlinie zwischen den ukrainischen Streitkräften und den von Russland unterstützten sogenannten Separatisten erneut eskalierten und es zu massiven Kämpfen kam, nahm auch die Falschmeldung in und über die Ukraine zu. Ein Beispiel erschien Anfang April. In den ukrainischen Nachrichten war zu lesen, dass ein kleiner Junge durch eine ukrainische Drohne umgebracht worden sei. Dieser Junge lebte in einer Ortschaft im Donbass, die nicht mehr von der ukrainischen Regierung kontrolliert wird, die in der sogenannten Volksrepublik Donetsk liegt. Diese Falschmeldung wurde erst über eine russische Nachrichtenagentur verbreitet, von anderen russischen Nachrichtenagenturen und Internetseiten aufgenommen und wiederum dann von ukrainischen Webseiten und sozialen Medien geteilt. Es waren vor allem ukrainische Webseiten, die hier als pro-russisch eingestuft werden. Das ist ein sehr häufiger Verlauf von Falschmeldungen hier in der Ukraine. Die ukrainische Initiative Stop Fake konnte jedoch wenige Zeit später diese Meldung als Fake News entlarven. Denn der kleine Junge ist nicht durch einen Drohnenangriff der ukrainischen Streitkräfte gestorben, sondern wahrscheinlich ist er auf eine Landmine getreten. Das konnte nachgewiesen werden, weil der Ort, in dem dieses Ereignis passiert ist, viel zu weit weg von der Konfliktlinie liegt und somit die Drohnen der ukrainischen Streitkräfte gar nicht diesen Ort erreichen konnten, weil der Luftraum von den sogenannten Separatisten kontrolliert wird. Andere Beispiele von Falschmeldungen aus den letzten Wochen zeigen, dass in den unterschiedlichsten Bereichen versucht wird, das Vertrauen der Bevölkerung hier in der Ukraine in ihren eigenen Staat zu unterlaufen, zu schwächen. Beispielsweise las man schon Ende März auch hier auf ukrainischen Internetseiten, dass die Trinkwasserversorgung in der Ukraine gefährdet sei. Denn der größte Fluss der Ukraine, der Dnieper, sei mit sehr, sehr hohen Schadstoffen belastet und aus diesem Fluss könne kein Trinkwasser mehr gewonnen werden. Und somit drohe der Ukraine in kürzester Zeit eine humanitäre Katastrophe. Diese Nachricht wurde auch erst von einem staatlichen russischen Nachrichtenportal verbreitet und kam dann hier wieder über pro-ukrainische Internetseiten in die Ukraine. In diesen zwei Beispielen zeigen sich bereits Narrative russischer Desinformation, die immer wieder häufig zu lesen sind. Das ist vor allem, dass die Ukraine der Aggressor im russisch-ukrainischen Konflikt hier in der Ostukraine ist. Das ist aber auch, dass die Ukraine ein gescheiterter Staat ist, der nicht für seine eigene Bevölkerung sorgen kann und sie beispielsweise dieser Trinkwassernot aussetzen würde. Es gibt aber auch weitere Narrative, die die Desinformation aus Russland bestimmen. Beispielsweise, dass die Ukraine ein faschistischer, neonationalistischer Staat sei, der die russisch sprechende Bevölkerung hier in der Ostukraine unterdrücke und sogar mithilfe der USA einen Völkermord an ihnen planen würde. In Bezug auf die westlichen Verbündeten der Ukraine hört man immer wieder in diesen Falschmeldungen, dass die Ukraine ein fremdgesteuertes Land sei, das nur das mache, was die Vereinigten Staaten und die Europäische Union wolle. Und diese Falschnachrichten, diese Narrative erzielen durchaus Wirkung hier in der Ostukraine. Denn das Vertrauen in den eigenen Staat ist traditionell sehr, sehr schwach. Es gibt keine öffentlich-rechtlichen Medien, die eine Gegenberichterstattung präsentieren könnten. Und natürlich gerade hier in der Ostukraine ist man sprachlich und kulturell durchaus dem großen Nachbarland noch nahe. Bisher ist keine umfassende Strategie der Ukraine gegen diese Desinformation festzustellen. Seit 2014 haben sich die unterschiedlichen ukrainischen Staatsführungen darauf konzentriert, die Kanäle zu verbieten, denen man die Verbreitung solcher Falschmeldungen vorwirft. Der ehemalige Präsident Petro Poroschenko hat schon 2014 alle russischen Fernsehsender hier in der Ukraine verboten. Bis heute sind 70 russische Fernsehsender nicht erlaubt. Zudem hat er Webseiten mit einer sehr großen Reichweite aus Russland verboten, beispielsweise das russische Facebook VKontakte.
Der gegenwärtige Präsident Volodymyr Zelensky hat diese Politik fortgesetzt und hat erst im Februar dieses Jahres 3 ukrainische Fernsehsender verboten, die als pro-russisch gelten und die der pro-russischen Partei-Oppositionsplattform nahestehen. Diesen Sendestopp hat er begründet mit einer Gefährdung der nationalen Sicherheit durch diese Fernsehsender, da sie immer wieder Falschmeldungen verbreitet haben. Die Reaktionen der Ukraine auf diese Politik sind zwiegespalten. Auf der einen Seite wird immer wieder gefordert, dass mehr gegen russische Falschmeldungen gemacht werden sollte. Auf der anderen Seite gibt es viel Kritik an der Art und Weise dieser Maßnahmen. Beispielsweise der Sendestopp von Fernsehsendern wird immer wieder mit Zensur gleichgesetzt oder es gibt Zweifel an der demokratischen Legitimität dieser Entscheidung. Eine ganz wichtige Rolle bei der Bekämpfung von Desinformation in der Ukraine spielt die Zivilgesellschaft. Seit 2014 gibt es ganz verschiedene Initiativen wie VoxCheck, die Falschmeldungen hier in der Ukraine offenlegen, als diese entlarven und die eigene Studien darüber führen, wie die Verbreitungswege sind und wie die Wirkung der Falschmeldung in der Ukraine sind. Und das ist in einem Land, in dem es keine öffentlich-rechtlichen Sender gibt, in dem das Vertrauen traditionell in den Staat sehr gering ist, eine ganz, ganz wichtige Funktion der Zivilgesellschaft, um auch die Resilienz der ukrainischen Gesellschaft gegen Desinformation zu sichern. Zusammenfassend ist festzustellen, dass Desinformation ein Schlüsselelement in der hybriden und militärischen Kriegsführung Russlands hier in der Ukraine ist und auch bleiben wird. Und deswegen lohnt es sich, diesen Fall Ukraine näher anzuschauen. Denn man kann sehr, sehr viel über die Vorgehensweise, über die Gefährdung, aber auch über mögliche Auswege und Gegenstrategien lernen. Aber auch 8 Jahre nach dem Beginn größerer russischer Desinformationskampagnen ist bis heute in der Ukraine sehr, sehr wenig über die Wirkung dieser Falschmeldungen bekannt. Also inwieweit diese Falschmeldungen wirklich die öffentliche Meinung der Ukraine beeinflussen, muss noch stärker erforscht werden. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Thielen, sehr geehrter Frau Professor Dr. Wissler-Grünewald, sehr geehrter Abgeordneter Kiesewetter, sehr geehrter Herr Knappenschneider, ich danke Ihnen für die Einladung und freue mich, heute mit Ihnen zusammen dieses spannende Thema zu diskutieren. Hybride Kriegsführung ist wohl der Begriff, den wir seit der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim im Jahr 2014 im sicherheitspolitischen Diskurs mit am häufigsten hören. Die Kommunikation, der Umgang mit Informationen und auch die Fähigkeit, im Cyberraum zu agieren, spielen in der hybriden Kriegsführung heutiger Konflikte eine immer größere Rolle. Im Rahmen der Landes- und Bündnisverteidigung, die für die Bundeswehr nach 2014 wieder an Bedeutung gewonnen hat, müssen wir uns folglich auch auf hybride Szenarien vorbereiten und damit verbunden immer wieder die Frage, wie wir mit diesen Szenarien gegenüber resilienter werden können. Denn unsere potenziellen Gegner werden weit vor dem Eingreifen militärischer Maßnahmen Informationen und Desinformationen, aber auch Cyberattacken nutzen, um die Deutungshoheit über eine Lage zu erlangen. Das Vertrauen unserer Bevölkerung in unsere freiheitliche Demokratie zu untergraben und die Verteidigungsbereitschaft herabzusetzen und damit unsere Bündnissolidarität unter Druck zu setzen. Durch verdeckte Vorgehensweisen wird das rechtzeitige Wahrnehmen und damit die Abwehr einer hybriden Kampagne erschwert, auch um die Grenze zwischen militärischem und nicht-militärischem Handeln möglichst lange zu verwischen. Hybride Angriffe zielen oft auf die Grauzonen zwischen den Zuständigkeiten von Ressorts und Behörden. Denn hier werden Schwachpunkte vermutet, um hybriden Angriffen wirkungsvoll zu begegnen und Resilienz gegen sie aufzubauen, bedarf es somit der engen Koordination und des Austausches zwischen Ressorts und den zuständigen Behörden. Die Abwehr hybrider Bedrohungen ist also keine rein militärische Aufgabe, sondern eine umfassende, die den gesamten Staat fordert. In diesem Verständnis liefert die Bundeswehr mit ihren Fähigkeiten einen Beitrag zur gesamtstaatlichen Abwehr hybrider Bedrohungen. Umgekehrt wird die Bundeswehr als Akteur der staatlichen Sicherheitsvorsorge zugleich auch in vielschichtiger Weise durch hybride Angriffe, aber auch durch Information und Kommunikation beeinflusst.
Wie beeinflussen Information und Kommunikation die Bundeswehr in ihrem Handeln und welche Mechanismen machen uns als Streitkräfte resilient? Lassen Sie mich dazu zunächst etwas zurückgehen. Information und Kommunikation spielen für das Militär und zum erfolgreichen Bestehen in kriegerischen Auseinandersetzungen schon immer eine zentrale Rolle. Schon vor 200 Jahren hat Clausewitz über die Bedeutung dieses Faktors nachgedacht. Seiner Ansicht nach ist der größte Teil der Nachrichten im Kriege, also Informationen, die man erhält, ungewiss, widersprüchlich oder schlicht falsch. Er nannte das den Nebel des Krieges. Ich bin davon überzeugt, dass das noch heute absolut zutreffend ist, und zwar trotz modernster Technik wie Satelliten, der Möglichkeit zur Echtzeitübertragung und intelligente Algorithmen der Datenverarbeitung. Denn es kommt darauf an, was der Mensch aus der Nachricht bzw. der Information macht. Es geht also darum, was er versteht, was er glaubt und somit darum, wie er das Kommunizierte, die Information selbst, interpretiert und letztendlich, welche Entscheidung er auf dieser Basis trifft. Und wie heute, so ging es schon vor 200 Jahren und vermutlich schon viel länger in der Kommunikation auch darum, das eigene Handeln zu legitimieren bzw. fremdes Handeln zu diskreditieren. Und es ging darum, sein Gegenüber zum Handeln zu bewegen oder es dazu zu bringen, etwas zu unterlassen. Beispielsweise musste man den Kriegsgrund rechtfertigen, die Notwendigkeit eines Krieges erklären oder zumindest Einfluss darauf nehmen, und zwar sowohl mit Blick auf andere Staaten, deren Kriegseintritt man herbeiführen oder eben verhindern wollte, aber auch in Richtung der eigenen Bevölkerung. Dazu wurden auch falsche Informationen genutzt, Fake News, wie man heute sagen würde. Viele Beispiele aus der Geschichte bis heute zeigen, dass die öffentliche Meinung und die Deutungshoheit über Informationen schon immer Relevanz hatten. Desinformationen und auch Fake News existieren schon viel länger, als es unsere aktuellen Diskussionen vermuten lassen. Aber die Informationsverbreitung, die Kommunikationsmöglichkeiten und damit der Einfluss, den man damit erreichen kann, haben sich in den letzten 200 Jahren stark gewandelt. Der technische Fortschritt hat Kommunikation über die letzten 200 Jahre stetig verändert. In der letzten Dekade hat sich der Informations- und Kommunikationsraum durch soziale Medien und das Smartphone abermals radikal gewandelt. Er ist größer geworden und doch kleinteiliger. Viele Menschen nutzen zur Meinungsbildung heute nicht mehr die Tagesschau, eine Tageszeitung oder den Deutschlandfunk. Viele bilden sich ihre Meinung heute in den sozialen Medien, auf ihrem Smartphone, das sie immer und überall bei sich haben. Dadurch können sie jeden direkt und individuell adressieren und, wie das Beispiel China zeigt, auch kontrollieren. Schon heute bekommen sie in den sozialen Medien nur das angezeigt, was sie interessieren könnte oder was ihre Freunde interessiert. So können sie quasi ungestört in ihrer ganz eigenen Informationsblase leben oder, wenn sie nicht über die notwendige Medienkompetenz verfügen, geraten sie in eine Informationsblase, die sie gar nicht als eine solche wahrnehmen. So müssen demokratisch verfasste Gesellschaften sich nicht nur systemisch-technisch gegen täglich tausendfache Cyberangriffe aufstellen. Als Individuum müssen wir darüber hinaus uns selbst darin schulen, Propaganda als solche zu enttarnen, die Muster dahinter offen zu legen. Und so hilft es zum Beispiel, sich über mehrere unterschiedliche Quellen zu informieren. Dass das grundsätzlich möglich ist, ist aus meiner Sicht der Vorteil in unserer Informationsgesellschaft. Wer sich informieren will, der kann das sehr vielfältig tun und nicht, wie noch vor 30 Jahren, nur in der lokalen Tageszeitung. Zumindest ist es in unseren westlichen Gesellschaften möglich. Allerdings muss man eben wissen, wann eine Information war und deren Quelle verlässlich ist. Diese grundsätzlichen Herausforderungen, meine Damen und Herren, an die Informationsverarbeitung und Kommunikation, wie sie sich in einer Demokratie jedem Einzelnen und der Gesellschaft stellen, treffen für Streitkräfte gleichermaßen zu. Vor gut 150 Jahren hat sich als Reaktion fehlender oder fehlerhafter Informationen und zum Teil langer Übertragungswege zu übergeordneten Stellen, vor allem in den deutschen Streitkräften, die Auftragstaktik entwickelt. Sie ermöglicht es Untergebenen, in Kenntnis der Absicht des Vorgesetzten innerhalb eines Handlungskorridors eigenständig zu handeln, ohne ausschließlich detaillierte Anweisungen umsetzen zu müssen. Das setzt aber voraus, dass Untergebene
zum unabhängigen Mitdenken, zur freien Meinungsbildung und zum selbstständigen Entscheiden ausgebildet und ermuntert werden. Ein Prinzip, das sich bei der Bundeswehr bis heute bewahrt hat und auf das wir stolz sind und das sich auch in nicht-militärischen Szenarien wie der Pandemie erfolgreich bewährt. Jeder Vorgesetzte weiß viel besser, ob und wie Ausbildung unter Corona-Bedingungen an seinem Standort möglich ist, als ich, der im BMVG in Berlin sitzt. Wir geben Ihnen deshalb nur eine linke und rechte Grenze, einen Korridor, und Sie entscheiden über die Umsetzung im Detail selbst. Die Auftragstaktik trägt damit auch und ganz wesentlich zur Resilienz der Bundeswehr bei. Die Auftragstaktik verlangt Vertrauen. Der Vorgesetzte muss darauf vertrauen, dass der Untergebene dessen Absicht versteht und den Auftrag so ausführt, dass es dem Gesamtplan hilft. In dieses Vertrauen etabliert, ist dieses Vertrauen etabliert, auch systemisch, dann hilft es, vor Desinformation zu schützen. Auch deshalb, weil der Soldat im Rahmen der Auftragstaktik nachdenken muss, was von ihm gewollt ist. Durch die Freiheit, die ihm die Auftragstaktik gewährt, muss er denkender Teil des Ganzen sein. Der Soldat ist also gewohnt, Dinge zu hinterfragen, trotz aller hierarchischen Zwänge. Auch das schützt vor Desinformation. Auftragstaktik ist dezentrales Handeln. Dies erschwert einem Gegner, unser Handeln großflächig zu beeinflussen. Und die Auftragstaktik ist Teil unserer Führungsphilosophie der inneren Führung. Diese innere Führung fordert, dass der Soldat aus überzeugter Freiwilligkeit seinen Auftrag erfüllt, weil er das Wofür versteht. Dazu muss er sich mit seinem Auftrag auseinandersetzen und wir müssen den Auftrag erklären, damit der Soldat einen Sinn in ihm findet und bereit ist, auch das Äußerste zu geben, sein Leben einzusetzen. Ein Soldat, der sich mit seinem Auftrag auseinandergesetzt hat und deswegen aus innerer Überzeugung handelt, der versteht also, warum er Recht und Freiheit Deutschlands verteidigt. Dieser Soldat entwickelt auch eine gewisse Resilienz gegenüber Fake News und Desinformation. Letztlich sehe ich eine weitere Ebene der Kommunikation, nämlich auf Bündnisebene. Hier hat die Abschreckung seit 2014 wieder Priorität. Und Abschreckung funktioniert nur, wenn der Gegner einen ernst nimmt und man die Fähigkeit, den Willen und die Bereitschaft zum Einsatz seiner Streitkräfte glaubhaft kommunizieren kann. Die NATO ist in ihrer Kommunikation mit Blick auf die Bündnisverteidigung eindeutig. Alle Maßnahmen zur Abschreckung und Verteidigung, die die Allianz in den letzten Jahren ergriffen hat, zeigen, wie fest der Wille zur kollektiven Verteidigung des Bündnisgebietes ist. Und sie zeigen, dass die Kohäsion der Allianz als ihr Center of Gravity ungebrochen ist. Ein potenzieller Gegner muss aber auch wissen, dass wir die Fähigkeit haben, das, was wir kommunizieren, auch in die Tat umsetzen zu können. Das heißt, dass unsere Kräfte schnell verlegt werden und auch zum Einsatz gebracht werden können. Dazu brauchen wir eine Bundeswehr, die über die erforderlichen Fähigkeiten verfügt und entsprechend einsatzbereit ist. Mit Blick auf die Landes- und Bündnisverteidigung haben wir dahingehend in den letzten Jahren viel getan. Wir haben unsere Einsatzbereitschaft erhöht, wir haben personell aufgestockt, bei Ausrüstung modernisiert und tun das auch weiterhin. Wir haben ein Reservekonzept hinterlegt und stärken die territorialen Verteidigungsstrukturen. Hier haben wir auch in den vergangenen Jahren bereits viel erreicht. Meine Überzeugung ist, Resilienz erreichen wir in der Bundeswehr, indem wir einsatzbereit sind und Einsatzbereitschaft und damit auch Resilienz, meine Damen und Herren, beginnt im Kopf. Vielen Dank, ich freue mich auf unser Gespräch. Es gibt eine neue Bedrohungslage, die sich nicht mit althergebrachten Bedrohungsszenarien vergleichen lässt. Diese Bedrohung ist unkonkret, schwer fassbar und dennoch permanent vorhanden. Sie ist unmittelbare Folge unserer multipolaren, digitalisierten und vernetzten Weltordnung. Die Bedrohung entsteht mittels Bits and Bytes, die ihr Schädigungspotenzial durch Fake News, Desinformation und Propaganda entfalten können. Die Glaubwürdigkeit nicht nur von Unternehmen und öffentlichen Institutionen wird unterminiert, sondern auch das Vertrauen in unsere freiheitlich-demokratische Gesellschaftsordnung. Ob latent oder offensiv, zufällig oder vorsätzlich, wenn Gesellschaften dem nichts entgegenzusetzen haben, wenn sie nicht resilient sind, ist dies fatal. Die Sicherheit der eigenen Überzeugungen bröckelt, möglich scheint alles bis zur Implosion des politischen Systems. Der Krieg der Narrative, der Kampf um die Deutungshoheit im Informationsraum ist voll entbrannt.
Herzlich willkommen zur Diskussion heute zum Thema Kommunikation, Resilienz und Sicherheit der Konrad-Adenauer-Stiftung und der Universität der Bundeswehr in München. Ich möchte mich heute unterhalten mit meinen Gästen über die Chancen und Risiken im Informationsraum, darüber, ob wir bereits Boden verloren haben, über die Größe der Bedrohung und die Aufgabe, die vor uns liegt, über Kommunikation als strategisches Asset, kurzum darüber, wie aus Schwäche Stärke werden kann und wir die Wehrhaftigkeit unserer Demokratie gerade und besonders auch im digitalen Informationsraum sicherstellen. Dazu begrüße ich ganz herzlich Markus Laubenthal, den Stellvertreter des Generalinspekteurs der Bundeswehr, der sagt, der Informationsraum spielte schon vor 200 Jahren eine zentrale Rolle in kriegerischen Auseinandersetzungen. Durch den technischen Fortschritt, Social Media und Bots wird er immer komplexer. Der Schutz vor hybrider Einflussnahme beginnt daher bereits im Kopf jedes Einzelnen. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Auch begrüßen möchte ich Herrn Roderich Kiesewetter, Mitglied des Deutschen Bundestages und Obmann für Außenpolitik der CDU-CSU-Fraktion. Er sagt zum Thema, wir können uns einen versäulten Ansatz und die strikte Trennung von innerer und äußerer Sicherheit angesichts zunehmender hybrider Bedrohungen nicht mehr leisten. Stattdessen braucht es einen stärker vernetzten Ansatz, informellen Austausch, schnelle Gefahrenabwehr, Gegennarrative und eine Anpassung unseres Rechtsrahmens auf den digitalen Bereich. Und last but not least, Holger Knappenschneider, Experte für strategische Kommunikation. Er sagt zum Thema, das Aufkommen von Social Media ist vergleichbar mit der Übersetzung der Bibel. Die Inhalte werden nicht mehr von einer Elite kontrolliert, sondern jeder kann Zusammenhänge für sich interpretieren. Das birgt Gefahren, ist aber nicht mehr rückgängig zu machen. Herzlich willkommen auf diesem Podium und ich steige gleich ein mit der ersten Frage. Gehen wir in medias res. Kann man eigentlich noch von unserer öffentlichen Meinung sprechen? Gehört die uns noch? Herr Kiesewetter. Ich denke, dass das ein spannender Wettbewerb ist. Aber ich glaube, dass es trotzdem so etwas wie Grundwahrheiten gibt und die beruhen auf Bildung, auf den Werten der Aufklärung und auch in einem gewissen Grundvertrauen in das, was wir Bildungskanon nennen. Demgegenüber sehen wir ja gerade sehr spannend mit Blick auf Covid, auf die ganze Debatte um Nawalny, quasi in einem Vorfeld zur Bundestagswahl, wie sehr ausgetestet wird, wie unsere Gesellschaft auf falsche Informationen reagiert. Mhm. Und gerade als Abgeordneter erlebe ich, wie wir tatsächlich über Hunderte und jetzt summiert seit einem Jahr über Tausende von Mails Falschinformationen bekommen, die natürlich auch einen Einfluss haben auf unser politisches Verhalten, indem wir nämlich gebündelter reagieren, indem wir versuchen, über das Bundesgesundheitsministerium, über parlamentarische Arbeit, über Aufklärungsarbeit in der Presse den Informationsraum, ich sag's mal so, durch Fakten zu beeinflussen. Hm. Wir sind da, Herr Laubenthal hat das vorhin ja eindrucksvoll dargestellt, in einem Wettbewerb, der Gefahr läuft, in die Beliebigkeit zu gehen, so nach dem Motto, alle haben gleich Recht, das ist ja Meinungsäußerung. Und das wird von den Gegnern der Meinungsfreiheit dahingehend ausgehebelt, dass sie sagen, alles ist gleich viel wert. Das macht mir Sorgen. Deswegen kommt es auf Aufklärung, auf Bildung an, aber auch, ich sag's mal bewusst, auf klare Kante gegen Fake News. Mhm. Und welche Akteure sind es? Sie sprachen von unzähligen Mails, die da versuchen, Einfluss zu nehmen. Kann man das bestimmen? Oder ist auch das ein diffuses Geschehen, das sich nicht so klar definieren lässt? Also ich mache Bürgerinnen und Bürgern, die Briefe schreiben, überhaupt keine Vorwürfe. Ich mache Vorwürfe darüber, wie sie sich informieren. Und da müssen wir ansetzen. Am Anfang wurde die Herkunft des Virus diskreditiert. Da wurde gesagt, das sei aus einem chinesischen Labor oder das sei eine Züchtung von Menschen. Dann wurde gesagt, die Tests seien alle falsch. Und jetzt werden quasi die Impfstrategien der Länder diskreditiert oder ausgehebelt. Und das bedeutet also, es ist ein ständiges Vorgehen, das wir leisten müssen. Ich spreche mal ganz gezielt das Vorgehen Chinas mit der Weltgesundheitsorganisation
Administration an oder der Trump-Administration mit der Weltgesundheitsorganisation. Also auch der Westen war da nicht ganz frei, glücklicherweise jetzt mit Biden nicht mehr. Aber der zweite Aspekt ist doch tatsächlich, wie über Russia Today und Sputnik, teilweise auch über eine im Bundestag vertretene Partei, hier Falschinformationen verbreitet werden, bis sie widerlegt werden oder die Betroffenen, die das verbreiten, selber an Covid erkranken. Was ja auch im Bundestag sehr häufig vorkam, gerade in der Partei, die das geleugnet hat. Also wir müssen hier ständig Kurs halten und diejenigen, die die Fake News verbreiten, auch benennen. Herr Knappenschneider, Sie beschäftigen sich auch mit Fake News, Desinformation im Internet. Haben Sie für mich eine Größenordnung? Wie groß ist das Problem? Wie oft passiert das? Bei welchen Themen? Können Sie dazu genaueres sagen? Also wir können das sehr, sehr wohl abschätzen und quantifizieren, welche aktuellen Themen diskutiert und wo die Gefahren oder wo die Skalierbarkeit liegt. Das Problem ist vielmehr, dass wir dann immer reaktiv unterwegs sind. Und wir müssen davon loskommen, zu schauen, was sind denn die eigentlichen Themen, die diskutiert werden, und hin dazu kommen, dass, was Herr Laubenthal gesagt hat, wofür. Also die Bevölkerung muss das, wofür tun wir das alles, verstehen und wer macht es, und das Vertrauen dort aufbauen. Das Thema öffentliche Meinung ist ein bisschen durch das Aufkommen der sozialen Medien sehr emotionalisiert worden. Das heißt, wir diskutieren selbst immer Fakten. Es gibt genügend Bürger, 60-80%, die sehr gerne bei ARD, ZDF und bei den Tageszeitungen sich informieren. Ich glaube, wir vergessen aber, dass es einen großen und vielleicht auch wachsenden Teil der Bevölkerung gibt, die sich daraus nicht informieren, die auf einer sehr emotionalen Ebene sich für einzelne Themen interessieren und dann sehr anfällig werden für eben die bereits genannten Einfallstore mit feindlicherer Gesinnung. Sie haben gerade über eben Gruppen gesprochen, die da besonders gefährdet sind. Was würden Sie denn sagen, was erhöht die Vulnerabilität von Gruppen, von Einzelpersonen? Wer ist empfänglich dafür und warum erreichen wir die Leute nicht mehr mit dem, was wir für wahr halten? Also es sind tatsächlich Menschen, die Politik verdrossen sind, weil sie sich in irgendeiner Form nicht verstanden, nicht beachtet fühlen. Und die sehr schnell auf jemanden oder jemanden folgen, der vermeintlich ihr Thema bedient. Das geht dann teilweise so weit, dass Verknüpfungen hergestellt werden zwischen Themen, die eigentlich, also aus unserer Sicht, die wir hier diskutieren, überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Da kümmert sich eine Fake News, eine Gruppe, um ein ganz bestimmtes Thema, was von der Politik oder von der Gesellschaft nicht so bedient wird. Und die Person fühlt sich verstanden und folgt dann dieser Gruppe in ganz andere Themenbereiche, wo man als verständiger, gebildeter Mensch überhaupt nicht versteht, wie man in diese Richtung überhaupt gehen kann. Und das ist sehr getragen von der Emotion. Ich glaube, da müssen wir dann auch noch ansetzen. Da müssen wir noch mal sehen, wie wir die Leute wiedergewinnen. Und da ist auch dieses Wofür und die Schulung gegen solche Bauanfänge, da müssen wir, glaube ich, nochmal ansetzen und nochmal schauen, wie wir da hinkommen. Sie sagen jetzt im Prinzip, das Thema ist gar nicht so wichtig. Es werden Einfallstore gesucht, wo vielleicht bei uns in der öffentlichen Diskussion kognitive Dissonanzen bestehen, wo Zweifel gesät werden, wo eingehakt werden kann und wo versucht wird, die Leute zu fischen quasi. Herr Laubenthal, wie verhält es sich denn mit gezielter ausländischer Einflussnahme? Gibt es dazu irgendwelche Daten, Ansätze und wie gehen wir damit um? Also generell muss man sagen, dass, glaube ich, autoritäre Systeme sich etwas leichter tun, bei liberalen Gesellschaften sozusagen diese Desinformation zu verbreiten, weil es ganz einfacher ist bei unserer Meinungsvielfalt und auch bei den Möglichkeiten, die man technisch hat, beziehungsweise die man als Information zur Verfügung gestellt hat, da entsprechende Einflusskanäle offen zu machen, um Werte zu diskreditieren, Fake News, also Unwahrheiten zu verbreiten, aber auch zum Beispiel die Verteidigungsbereitschaft oder bis hin zu Angriffen auf den Deutschen Bundestag eben durchzuführen und zu diskreditieren bzw. zu schwächen. Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Teil, den muss man einfach westliche Demokratie muss man begreifen und auch entsprechenden Aufwand betreiben und das Bewusstsein entwickeln, sich dagegen zu schützen. Und es ist tatsächlich so,
Sie sagten eben, Demokratien sind grundsätzlich schwächer, diese Gefahren abzuwehren als autoritäre Regime. Ist es so? Also ist es wirklich eine Schwäche? Und wenn ja, was machen wir dann? Ich glaube, dass es keine Schwäche ist, es ist nur aufwendiger. Mhm. In einer Diktatur oder in einer, in Anführungsstrichen, gelenkten Demokratie, wie sich Russland bezeichnet, glauben die staatlichen Medien eine gewisse Hoheit zu haben. Aber dort gehen jedes Wochenende für die Freiheit Nawalnys Hunderttausende auf die Straße. Da geht es auch weniger um Nawalny als eben auch um ein Ventil gegen diese ständige Kontrolle. Bei uns gibt es natürlich auch Demonstrationen, aber alles im Rahmen der Meinungsfreiheit und im Rahmen der Gesetze so abgedeckt, dass eben auch falsche Behauptungen gleichberechtigt neben Informationen stehen. Und hier sehe ich schon die Notwendigkeit, auch staatlicherseits stärker zu begründen, zu erklären das Thema wofür, warum, aber eben auch klarer, ich sag mal, Faktenchecks anzubieten. Und es gibt ja die Sendung Hart aber fair, die dann immer am Folgetag dies macht. Ich glaube, das ist auch eine Verantwortung unserer Medien, Behauptungen im Netz dann klarzustellen, jetzt nicht im Sinne der Springer-Medien oder des Redaktionsnetzwerks Deutschlands oder der Funke Mediengruppe, um einfach mal drei zu nennen, sondern im Sinne der tatsächlichen Fakten, die es ja gibt. Und dies zu entlarven, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich erwarte aber auch von den Bürgerinnen und Bürgern, dass sie sich breiter informieren. Und der Knackpunkt ist eben, wenn man in einer Informationsblase ist, dass man da weiter bedient wird. Paradebeispiel Cambridge Analytica im Vorfeld der ersten Wahl von Trump, wo ganz gezielt die unterschiedlichen Haltungen, da gab es vier Grundtypen, der Ängstliche, der Wütende, die Besorgte und noch einen vierten Typ, die dann gezielt bedient wurden und dann in ihrer Aggression oder in ihrer Sorge verstärkt wurden. Und da glaube ich, wenn international tätige Informationskonzerne wie Facebook es eben sind, dass die auch eine Zusatzverantwortung haben. Und ich glaube, es ist Aufgabe der Staatlichkeit und der Parlamente, solche Unternehmen darauf hinzuweisen, nicht nur, dass sie Steuern zahlen in den Staaten, wo sie aktiv sind, sondern dass sie auch nicht nur Plattform sind, sondern Werte vertreten. Und ich denke, dass die Bevölkerung eine sehr starke Werteorientierung verlangt und erwartet. Und wir sollten politisch nicht in der Beliebigkeit bleiben, sondern von solchen Medienkonzernen eben auch eine werteorientierte Grundhaltung, zumindest ausgerichtet an der VN-Charta der Vereinten Nationen von 1947, uns orientieren. Mhm. Wir haben ja jetzt gelernt, die Bedrohung kann sehr massiv sein oder wir haben zumindest auch die Befürchtung, dass die Bedrohung sehr massiv wird. Wie können wir jetzt dieser Totalität begegnen? Sie haben eben schon gesagt, Facebook hat hier eine Verantwortung, eine unternehmerische Verantwortung auch im Sinne der Gesellschaft zu handeln. Sie sprachen vom Parlament. Wir haben hier einen Vertreter des Verteidigungsministeriums sitzen. Mit wem muss ich denn sprechen, wenn ich mit dem Zuständigen sprechen will? Sind wir da schon gut aufgestellt? Das ist im Moment eine Kakophonie von Zuständigen, von Unklarheiten. Wen muss ich denn anrufen, wenn ich den Chef, der die Bedrohungslage, Informationsraum regeln soll, wenn ich den erreichen möchte? Ich glaube, bei Ihnen im Haus? Bei mir im Haus auch, würde ich sagen. Aber es gibt nicht den einen Chef. Ich glaube, es ist Aufgabe, eine gesamtstaatliche Aufgabe, wie Herr Kiesewetter gesagt hat. Das Parlament muss entsprechende Vorgaben machen, die Politik muss Vorgaben erlassen. Jede Institution, staatliche Institution, aber möglichst auch jede zivile Institution muss entsprechende Angebote, Vorkehrungen machen. Und es bedarf dann auch einer entsprechenden Geschwindigkeit. Denn ich denke, Desinformationen begegnen Sie ja nicht mit technischen Abwehrmaßnahmen, sondern Sie müssen schnell Informationen breiter bereitstellen, Qualität bereitstellen, sodass der Bürger, die Bürgerin sich eben rasch informieren kann und dann selbst entscheiden kann, so wie ich es auch im Sinne der Auftragstaktik gesagt habe, was ist wahr und was ist falsch und auch dieses Wofür zu erkennen. Mhm. Jetzt klingt das ein bisschen so, es gibt genug Akteure, die das Gute noch wollen, die sollen bitte aktiv werden. Was aber, wenn sie das einfach nicht tun, konzertiert? Das ist ja bisher leider auch nicht so gewesen. Braucht es da nicht ein bisschen mehr an Systematisierung, an Kooperation. Ich denke jetzt im Bereich des Cyberproblems, da haben wir auch ein nationales Cyberabwehrzentrum geschaffen. Ist sowas nicht auch im Rahmen des Informationsraums durchaus denkbar oder vielleicht auch schon längst notwendig geworden?
Also ich will da auch auf politische Wettbewerber schauen. Die FDP hat einen ganz spannenden Antrag entwickelt, nämlich eine Forderung nach einer Taskforce Desinformation im Cyberraum, gerade vor den Bundestagswahlen. Und ich halte diese Sensibilisierung für richtig, weil wir ja auch schon vor den letzten Bundestagswahlen entsprechende Hacks hatten. Aber ich glaube, dass wir darüber hinaus noch so etwas brauchen wie eine Art, ich würde es mal Krisenstab Desinformation nennen, der in der Lage ist, übergreifend zu koordinieren. Wir haben das im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum, wir haben das auch bei bestimmten extremistischen Bedrohungen. Und ich glaube, dass es, wie Herr Laubenthal sagt und wie es auch beim Herrn Knappenschneider vorhin andeutete, dass das übergreifend geleistet werden kann. Ich bin ja gegen diese Versäulung, aber ich glaube, koordinierend könnte dies, wenn wir ihn hätten, von einem Bundessicherheitsrat geleistet werden, der ja immer noch einen Dornröschenschlaf hat. Ansonsten hielt ich es für sinnvoll, dies im Innenministerium anzuhängen, aber koordinierend als Pilotaufgabe für die anderen. Ich sehe aber zunehmend, Frau Kramp-Karrenbauer hat es ja mehrfach deutlich gemacht in ihren Reden in Hamburg und München vor ein und zwei Jahren, dass wir schon eine Aufwertung des Bundessicherheitsrats brauchen in solchen Fragen, auch in Pandemiebekämpfungsfragen, in der Frage, wie stellen wir uns in der Europäischen Union auf. Und ich denke, dass das mit eine Rolle spielt. Das sollte man nicht den Nachrichtendiensten überlassen. Es ist auch nicht die Aufgabe eines Propagandaministeriums oder eines Ministeriums für Information, sondern, wie schon gesagt wurde, eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die aber als Krisenstab, wenn es tatsächlich erkannt ist, dass sich etwas anbahnt, dafür brauchen wir die Dienste, auch vorauseilend oder vorgreifend geleistet werden kann. Ja. Also haben Sie jetzt den Eindruck, vielleicht die Frage auch an Herrn Knappenschneider, dass, auch wenn Sie das jetzt so hören, hier gibt es Ansätze, Gedankenspiele, was man tun könnte, dass die Bedrohung aus dem Informationsraum tatsächlich bereits ernst genug genommen wird. Wenn wir uns auch noch mal an den Einspieler aus der Ukraine erinnern, der Kreml regiert mittels einer Militärdoktrin durch, die den Informationsraum über alles andere stellt, auch über andere Bereiche staatlichen Handelns, vor allem aber auch über konventionelle Streitkräfte. Mittlerweile sehen auch westliche Theoretiker und Praktiker das so, dass die Kriege der Zukunft im Informationsraum gewonnen oder verloren werden. Haben Sie denn den Eindruck, dass das Thema hier ernst genug genommen wird? Ernst genug kann man das Thema überhaupt nicht nehmen. Ich glaube, wir haben durch die Corona-Pandemie und das, was wir in den sozialen Medien und den Einflussnahmen gesehen haben, die Dringlichkeit vielleicht nochmal deutlich vor Augen geführt bekommen, dass wir tatsächlich handeln müssen. Und es sind, Herr Giesewetter, eben nicht nur die Facebooks, die man benennen kann, sondern es gibt ja eine Vielzahl von Gruppen, die sich entwickeln, die sehr dynamisch sind, die nicht reguliert sind, auf die wir auch letztendlich keinen Zugriff haben. Das sind geschlossene Gruppen, die kann man zwar durch technische Möglichkeiten, kann man die monitoren, aber wir wollen uns ja als pluralistische demokratische Gesellschaft jetzt nicht in den Meinungsfindungsprozess so einmischen, dass wir dann so tun, als ob wir da eine bessere Meinung vertreten, sondern müssen die Leute kritischer schulen. Wir müssen jetzt hinbringen, dass sie erkennen, wenn man sie versucht zu manipulieren. Und da zählt sicherlich die Regulierung der großen Facebooks und die wir benennen können dazu. Aber ich glaube, es greift zu kurz. Wir haben verschiedene Informationsräume und es gibt nicht den einen Informationsraum, sondern jede Gruppe, jede Institution, wie Herr Laumann sagt, hat ihren eigenen Informationsraum, den sie schützen muss. Und es gibt auch staatliche Akteure aus Asien, bei denen Wirtschaftspolitik Teil der Staatsraison ist. Und auch die versuchen, einzelne Unternehmen in ihrem Informationsraum zu beeinflussen, zu eigenen Zwecken. Und deswegen, glaube ich, brauchen wir tatsächlich eine koordinierende Stelle, wo jede Institution, die wir vorher als sozusagen die von Belangen aus unserer Sicht ist, dann auch die Bedrohung benennen kann, damit man dann zum abgestimmten Vorgehen kommt. Aber die eine Institution wird es nicht geben, denn dieses Goebbels-Ministerium, vor dem wir uns alle fürchten, das wollen wir ja gerade nicht. Und ich glaube auch, das ist nicht notwendig. Was wir viel mehr brauchen, ist ein aktiveres Einstehen für unsere eigenen Werte. Das wäre, glaube ich, das, wo wir uns als Gesamtstaat an die Nase fassen müssen und sagen, wir reden immer von, die anderen sind böse, wir müssen uns dagegen verteidigen. Aber vielleicht sollten wir auch dazu übergehen, proaktiv das, wofür wir einstehen und dass Bürokratie auch Teil des Rechtsstaats ist und dass es notwendig ist und dass es eben nicht alles nur sehr schnell und ich
fühle, das muss schneller gehen, warum geht das nicht schneller, dass wir da ein bisschen mehr Verständnis auch schaffen. Und das ist sicherlich etwas, was wir koordiniert machen können. Darüber hinaus ist es, glaube ich, so, dass wir einfach aktiver werden müssen. Denn die Gefahr ist bekannt, die Lösungsmöglichkeiten sind da. Was bisher fehlt, ist, glaube ich, das Verständnis für die Dringlichkeit, dass tatsächlich es 5:12 ist und eine Lawine stoppt man am besten am Anfang und nicht erst, wenn sie auf halbem Weg ins Tal gegangen ist. Also die Erzeugung von Glaubwürdigkeit und Vertrauen, gerade auch bei den Gruppen, die das eventuell schon verloren haben, die in ihren Echokammern sitzen, die zurückzuholen in unsere Denkwelt. Das ist ja eine der Kernaufgaben, wo Sie sagen, da braucht es Koordinierung, da braucht es vielleicht auch eine Strategie. Haben Sie denn den Eindruck, dass die Akteure, auch die politischen Institutionen, die Mechanismen der digitalen Aufmerksamkeitsökonomie verstanden haben? Oder hängt man da weiter dem Gedanken an, die schöne analoge Welt, komme doch bitte schnell zurück und die Presseerklärung oder die Meldung in der Tagesschau wird irgendwann von allen wieder geglaubt und akzeptiert? Haben die die Rolle der strategischen Kommunikation? Haben die die Rolle von Narrativen? Haben die die Relevanz des digitalen Diskursraums überhaupt schon alle begriffen? Spielen die das Spiel mit? Können die die Mechanismen nutzen? Wie ist da Ihr Eindruck? Ich glaube, wir sind ja die meisten von uns aus einer Generation, wo das Internet noch eine ferne Zukunft war. Und wir entwickeln uns langsam mit und lernen, wie das Internet funktioniert. Und ich habe den Eindruck, die meisten Akteure sind beim Web 2.0 stehen geblieben. Das heißt, die Pressemeldung ist jetzt online verfügbar und jetzt muss eben jemand draufklicken und sie lesen. Und das ist für viele das Verständnis von, das ist jetzt Social Media und so funktioniert das Web. Das ist so die klassische, die Pull-Funktion, wie man das früher gemacht hat. Da war man ganz dankbar, dass man Broschüren im Internet gefunden hat. Soziales Social Media heute funktioniert über diese Push-Funktion. Das heißt, man bekommt Dinge einfach geliefert. Und da müssen wir verstehen, dass die öffentliche Meinung, die Gesellschaft zu einem Teil zumindest überhaupt nicht versteht, dass sie sich etwas suchen muss, sondern sie versteht das, was sie geliefert bekommt. Und da sind wir sehr, sehr schlecht. Da überlassen wir denen, die Vertrauen schädigen wollen, die unsere Grundstrukturen angreifen wollen, da überlassen wir denen das Feld, indem wir ihnen die Möglichkeit geben, in Gruppen über Themen, Verknüpfungen, Emotionen den Leuten etwas zu liefern, was sie teilen, was wiederum in eine unspezifische Gruppe kommt. Und dann entsteht dieser Schneeball. Und da sind wir noch sehr, sehr verhalten und warten darauf, wir haben es euch zur Verfügung gestellt, schaut es euch doch an. Und das funktioniert sicherlich zu dem Größteil der Bevölkerung. Und sicherlich 60-80% der Wähler wollen sich auch informieren. Aber was mir Sorgen macht, sind die 20-40%, die wir da nicht mehr erreichen, weil sie nicht verstehen, warum sie das tun sollten, wenn man ihnen auf ihr Handy doch täglich 150 Nachrichten schickt, die sie interessieren, die aber eigentlich nichts mit Fakten oder unserer politischen Willensbildung zu tun haben. Also Sie sagen, wir müssen auch die Leute, die in den Echokammern aus welchen Gründen auch immer sitzen, wieder aktiv zurückholen. Wir müssen uns da Dinge überlegen und das ist durchaus auch möglich. Auch diese Echokammern erfüllen ja eine gewisse Funktion des sozialen Zusammenhalts, den wir vielleicht anderswo vermissen lassen. Auch das ist ja so. Aber das klingt alles nach, es passiert etwas Schlimmes, Filterblasen bilden sich, wir reagieren darauf, wir müssen versuchen, das abzuwehren. Dann ist es ja aber schon passiert. Es ist quasi nachgelagert, unsere Aktion. Wie sieht es denn aber aus, Herr Laubenthal, mit den Themen Frühaufklärung? Können wir was tun, bevor es passiert? Was wissen wir über das Netz? Gibt es Indikatoren auch über vulnerable Gruppen, auch über Themen, die heiß laufen, die als Einfallstor benutzt werden könnten, um mehr Leute noch in diese Echokammern, vielleicht auch ausländische Akteure zu ziehen, die wir ja gerade nicht wollen? Was können wir tun, um uns resilienter zu machen? Und dann noch die darüber hinausgehende Frage, können wir auch Angriff
Sind wir erstschlagsfähig im Kommunikations- und Diskursraum? Um mal mit Ihrer letzten Frage zu beginnen. Ich glaube, wir müssen nicht erstschlagsfähig sein. Ich glaube, wir brauchen eine gewisse Glaubwürdigkeit. Das ist sicherlich etwas, was man aufbauen muss, was man sich verdienen muss. Wenn man dann Informationen preisgibt, dann hat man eine entsprechende hohe Chance, möchte ich mal sagen, dass wir eine Glaubwürdigkeit haben. Dann muss man nur noch dahinter die entsprechende Geschwindigkeit bewegen. Ich glaube, das, was Sie ansprechen, ist natürlich der Punkt, dass wir häufig nicht die Initiative haben, wenn so etwas verbreitet wird, sondern dann reagieren wir auf etwas. Da ist die Frage, wie wir reagieren in der Geschwindigkeit, aber auch mit wer dort reagiert. Und ich stelle fest, dass die Bundeswehr jetzt gerade auch in der Pandemie, die natürlich in der Gesellschaft sehr vertreten ist, dadurch, dass sie eine Menge Amtshilfe leistet, in der Spitze bis zu 17.000 Soldatinnen und Soldaten und unser gesamter Sanitätsdienst, das erzeugt natürlich eine gewisse Glaubwürdigkeit. Also da denke ich, dass man dadurch als Institution, als staatliche Institution natürlich eine Menge Vorschub leisten kann, dieses Vertrauen aufzubauen. Das verliert man dann auch nicht mehr so schnell. Und dann entsprechende Informationen dagegenhalten und sagen, Achtung, da kommt eine zweite Meinung. Jetzt kommt sie von der Bundeswehr, über die vorher vielleicht diese Desinformation verbreitet wurde. Da stellt man gegeneinander und damit überzeugt man die Leute. Aber es ist immer einfacher zu verhindern oder es sollte unser Ziel sein, zu verhindern, dass die Leute in diese Räume abwandern. Mhm. Zurückholen ist immer schwieriger. Mhm. Ja, weil dann vermutlich es auch zum Teil ideologisch wird, sie dann intensiver beeinflusst wird in ihren Chatrooms und in ihren geschlossenen Dingen. Das ist schwieriger, glaube ich. Ich denke, man muss diese Glaubwürdigkeit aufbauen, um entsprechende Einflussmöglichkeiten dann auch zu nutzen, die aber objektiv sein müssen. Also das muss, ich habe es mal gelernt im Einsatz, be the first with the truth. Ja, also das, was wir tun, das muss auch entsprechend glaubwürdig sein, um zu überzeugen. Mhm. Diese Glaubwürdigkeit, das haben wir jetzt schon mehrfach gehört, die ist irgendwie ganz wichtig. Und wir haben sie anscheinend bei gewissen Gruppen irgendwie verloren. Und anscheinend werden es auch tendenziell mehr Leute. Zum einen die Frage, wie ist denn das passiert? Und zum anderen, was sind denn die Regeln? Wie stelle ich denn Glaubwürdigkeit im Internet wieder her? Unterscheidet sich das von der analogen Welt? Was tue ich denn jetzt ganz konkret? Muss ich über Retweets und Likes arbeiten? Muss ich selber verdeckt in Echokammern mich infiltrieren, um die Leute rauszuholen? Das ist natürlich jetzt alles übertrieben, aber was tue ich im digitalen Raum? Also ich glaube, dass vielfach auch das, was im wirklichen Leben geschieht, die Leute letztlich überzeugt. Wenn das mit den Impfungen beispielsweise läuft bei Covid, werden die Nebenerzählungen wieder abnehmen. Das heißt also, staatliches Handeln findet ja vielfach auch im wirklichen Leben statt. Und wenn die Leute sehen, die Infrastruktur funktioniert, das Breitbandinternet ist endlich angeschlossen, die Schulen sind wieder leistungsfähig, dann wird sich das auch wieder beruhigen. Also da bin ich auf der einen Seite Optimist, auf der anderen Seite aber, wenn wir schauen, wie der Bundestag inzwischen Stellenausschreibungen macht, also wir Abgeordneten, so war früher Bürokraft oder wissenschaftliche Mitarbeiterin, wissenschaftliche Mitarbeiter gefragt. Seit den letzten Bundestagswahlen nimmt zunehmend die Nachfrage zu nach Social Media Managern. Da geht es dann gar nicht mehr um den eigentlichen Inhalt, sondern es geht darum, wie vermittle ich das, was vermutlich die Bevölkerung interessiert. Und wenn wir mit jungen Leuten sprechen, die also jetzt nicht Facebook nutzen, sondern TikTok oder Instagram, dann sind die vielfach zu Hause und warten, wie gerade vorhin so schön gesagt wurde, mit diesen Push-Informationen und schauen, was ist denn im Netz verfügbar. Und dann sehen die, die Abgeordneten haben ja nur Bilder, wo sie Hände schütteln. Was die erwarten, sind sogenannte Reels. Habe ich auch erst lernen müssen. Also kurze 30-sekündige Statements, nichts zum Lesen, aber eine klare Aussage und wenn es interessiert, noch ein Verweis, wo man nachlesen kann. Das heißt also, wir ohne das Internet aufgewachsene glauben noch, dass man zu einem guten Buch, zu einer Zeitung oder sonst wie greift. Die Jüngeren, die schöpfen Vertrauen in dem, was sie im Netz sehen. Und deswegen glaube ich, dass wir staatlicherseits, sicherlich auch als Abgeordnete, aber auch als Institutionen, auch als Universitäten oder Bildungseinrichtungen einen anderen Internetauftritt brauchen für die jüngeren Zielgruppen, die nicht mehr so viel lesen. Und wir dürfen sie nicht verurteilen und sagen, dann lest halt, sondern sie tun es einfach nicht. Und dann müssen in den Inhalten, die vermittelt werden, eben, wie soll ich sagen, glaubwürdige, kurze, klare Hinweise kommen. Der zweite Aspekt zu Ihrer ersten Frage. Das Zurückholen, glaube ich, ist nicht der Punkt, sondern die Gelassenheit,
irgendwann doch überzeugen zu können. Und nicht krampfhaft Gegennarrative aufzubauen, sondern vielmehr zu schauen, dass man vor die Powerkurve kommt. Also wenn man sieht, es gibt eine krisenhafte Entwicklung, Thema Mali beispielsweise, oder wie entwickelt sich Libyen, oder der European Green Deal, der Länder, die auf Kohle oder Erdgas setzen, geradezu ausschließt, dass wir schauen, wie wir mit Bosnien-Herzegowina, Algerien und Libyen umgehen, die auf Kohle, Erdgas und Öl setzen, dass wir diese Länder nicht an China und Russland verlieren, sondern dass wir auch durch Kommunikation deutlich machen, Dekarbonisierung ist gut, aber wir nutzen euch über die Jahre und brauchen auch eure Mittel, dass ihr gemeinsam mit der Europäischen Union das leistet. Also ich will auf ganz praktische Herausforderungen eingehen. Und die jungen Leute interessiert, wie gehen wir eigentlich mit diesen Herausforderungen um? Klimawandel bewegt alle, aber wie machen wir das so, dass nicht das Fahrrad das Verkehrsmittel der Zukunft ist, sondern technikoffen wir auch, sagen wir mal, ein guter Nachbar bleiben und andere Länder sehen, so wie es in Deutschland funktioniert, funktioniert es. Ich habe eine ganz große Sorge, dass unsere Energiewende von Desinformation begleitet wird, so nach dem Motto, Deutschland dekarbonisiert sich selbst, ist nicht mehr in der Lage, wirtschaftlich wettbewerbsfähig zu sein, vergesst Deutschland. Und das ist ja absehbar, dass das in diese Richtung gehen wird. Also müssen wir bereits jetzt mit einer vernünftigen Wasserstoffstrategie, mit einer vernünftigen Ausbaustrategie für Stromleitungen überzeugend in der Öffentlichkeit arbeiten und das nicht NGOs oder Gegnern überlassen. Und da wünschte ich mir schon etwas mehr aktiveres Auftreten und die Bereitschaft, auch Risiko zu nehmen. Ich kann nicht alles verrechtlichen, sondern auch das Risiko, hier Positionen zu beziehen, die dann im Diskurs umstritten sind. Aber wir haben sie dann besetzt, die Position, und sind nicht Folger oder Verteidiger irgendwelcher, ich sage jetzt mal, nachgeordneter Punkte. Es hieß nicht vorauseilen vorhin, sondern es hieß proaktiv. Ja? Dass wir proaktiv Krisenerkennung machen und uns dann positionieren. Ich glaube, das wird sehr wichtig werden. Sie sagen hier mehrere Dinge. Das heißt, auf der einen Seite muss der Staat, müssen öffentliche Institutionen real performen. Die müssen das bringen, was sie bringen sollen, Zufriedenheit schaffen. Dann müssen sie drüber reden, und zwar vor der Welle drüber reden, die Deutungshoheit für sich auch beanspruchen und überzeugt sagen, wir tun das Richtige und wir werden es tun, auch wenn es Zweifler gibt. Und das Dritte, was sie sagen, sie müssen es noch auf die richtige Art und Weise kommunizieren, nämlich am besten in 30 Sekunden. Und wer mehr will, soll mehr lesen. Herr Knappenschneider, jetzt kennen Sie aus der Unternehmenspraxis, wie Unternehmen damit umgehen, mit der Herausforderung, die eigene Marke auch im Internet zu schützen, vor die Welle zu gehen. Lässt sich da irgendwas von dem, was wir im Unternehmensbereich kennenlernen, wie da die Deutungshoheit über Themen, über Unternehmensthemen erlangt wird, lässt sich das irgendwie auch auf die Politik und Gesellschaft übertragen? Also nochmal die Frage, wie stelle ich Glaubwürdigkeit her? Was drücke ich für einen Knopf? Tweete ich? Oder was ist der Ansatzpunkt hier, der den zentralen Unterschied ausmachen kann? Die Industrie, muss man leider sagen, ist auch nicht viel weiter als die Politik. Also wir sind alle noch in den Anfängen zu begreifen, was wir denn wirklich machen müssen und welches unser Informationsraum ist, den wir besetzen möchten. Wir tweeten, die Unternehmen tweeten, sie haben Webseiten, sie versuchen es. Und am Ende passiert eine Kleinigkeit mit einem Zusammenhang, den keiner vorher gesehen hat. Und da entsteht ein Shitstorm und das Unternehmen wird über ein kleines, aus Sicht des Unternehmens, ein Randthema sozusagen zum großen Bösen hochstilisiert. Was die Unternehmen machen ist, sie bereiten sich darauf vor, auf mögliche Szenarien. Also es ist durchaus möglich zu erkennen, sagen, gut, wir bauen eine Pipeline. Was sind denn die möglichen Szenarien? Was kann denn alles schiefgehen und wer könnte etwas dagegen haben? Wer könnte es für sich instrumentalisieren? Und wie schaffen wir es in einer vorgelagerten Kommunikation, dass es bereits bei der ersten Kommunikation die Antworten vorgefertigt gibt, dass man sofort einsteigen kann und nicht erst noch lange überlegt, wie man darauf reagiert und eben auch antizipiert, wie es was kommt, denn viele der Reaktionen im Netz sind ja auch vorhersehbar. Also es ist ja ein komplexer Bereich. Wir haben das eine Thema, wir müssen grundsätzlich unsere Kommunikation machen, die müssen wir modernisieren, da brauchen wir Reels, das muss irgendwie hipper werden, das muss schneller gehen, da müssen wir die Leute ansprechen, da müssen wir vielleicht auch
was aus Sicht der Politik Selbstverständlichkeiten sind, vielleicht auch mehr kommunizieren. Vielleicht muss der Staat einfach auch mehr hip kommunizieren, was er denn alles Gutes tut. Ich glaube, die meisten in Deutschland, wir sind so ein bisschen, nennen wir es mal, bräsig. Also wir sind verwöhnt. Es funktioniert alles und dann konzentrieren wir uns auf die drei Dinge, die nicht funktionieren. Das ist vielleicht eine sehr deutsche Angewohnheit, das ist sehr, sehr typisch, aber es ist das, worauf dann in den sozialen Medien das Ausland oder die, die uns feindlich gesonnen sind, aufspringen und sagen, ah, bei euch funktioniert ja überhaupt nichts. Ah, der Staat hat versagt. Und es wird aber alles das, was wir positiv tun, nicht kommuniziert. Wir nehmen das einfach so zur Kenntnis. Und vielleicht müssen wir einfach wirklich, wir müssen proaktive Werbung für das tun, was wir machen, damit es auch verstanden wird. Und dass es eben nicht in den sozialen Medien, wenn man Bundesregierung klickt, man nur die Fehler findet, was hätte besser sein können, sondern dass es eben auch dem gegenüber die lange Liste der Dinge gibt, die funktionieren. Aber bei Unternehmen, und auf Ihre Frage zurückzukommen, ist die Herausforderung die gleiche. Auch Unternehmen haben es noch nicht geschafft, eine stringente Antwort darauf zu finden, wie man mit der neuen, aus ihrer Sicht ja auch eine Bedrohungslage umzugehen hat. Da ist noch viel, viel Arbeit notwendig. Spielt vielleicht auch eine Rolle, dass der Staat nicht alles darf oder zumindest legitimerweise nicht tun sollte, was Unternehmen regulär tun. Ich denke an SEOs, Search Engine Optimization. Darf Politik sowas, damit unsere News, die wir für wahr, für richtig halten, oben erscheinen und nicht hinter den Fake News? Dürfen wir in die Richtung überhaupt denken oder ist das ein Riesentabu? Ich halte das für falsch, in diese Richtung zu denken. Es ist natürlich nicht falsch, aber ich halte es für falsch, dass jetzt Abgeordnete und auch manche Parteien gar nicht mehr Pressegespräche machen, sondern ausschließlich Statements und die ohne Rückfragen ins Netz stellen. Das gefährdet die Kommunikation und es gefährdet auch, sag ich mal, die kritische Bewertung. Und ich glaube, unsere Politik sollte schon, sag mal, sich der kritischen Bewertung von Medien unterziehen und nicht in einer eigenen Blase, ich sage jetzt mal, Information oder in dem Sinne dann ja sogar Propaganda von sich geben. Und es ist auch jetzt die Gefahr im Bundestagswahlkampf, dass es, ich sage es mal, Parteien-TV gibt, wo dann diese Punkte einfach im guten Sinne dargestellt werden. Ich glaube, die Parteien werden erfolgreich sein, die sich einer kritischen Auseinandersetzung stellen, weil es sie ja auch in der Auseinandersetzung im Parlament, in der Öffentlichkeit schult und stellt. Und die Bevölkerung wird sehr rasch erkennen, dass hier eigentlich nur ein einseitiger Informationskanal stattfindet. Das können natürlich Firmen, die ein Produkt bewerben, viel leichter machen. Und das ist, glaube ich, auch akzeptierter, weil keiner jetzt über die Vorzüge eines EQS oder eines I8 oder sonst etwas so ohne weiteres diskutieren will, weil man über Werbung an sich kaum diskutiert. Aber was die Darstellung von Ministerien, von politischer Arbeit angeht, auch auf Landesebene oder europäischer Ebene, muss sich dem Diskurs stellen. Die offene Gesellschaft und ihre Feinde nach Popper, die brauchen den Diskurs und nicht die einseitige Stellungnahme. Das ist, glaube ich, auch ein Vorzeichen, ein Vorzeigeinstrument der freiheitlichen Demokratie. Da bietet ja der Bundestagswahlkampf auch gute Gelegenheit, das alles auszuprobieren. Auch nochmal für die eigene Sache, für demokratische Selbstverständlichkeiten zu werben. Was erwartet uns denn bei der Wahl im September? Was gibt es da für konkrete Bedrohungsszenarien? Und wenn es konkrete Szenarien gibt, wie sind wir darauf vorbereitet? Haben wir schon was in der Schublade? Oder warten wir, was denn so passiert und entscheiden dann? Ich denke, für die Bundeswehr wird es ganz wichtig sein, vor allen Dingen in den Einsatzgebieten natürlich den Informationsraum zu beobachten, wer da unterwegs ist, weil dort natürlich sich immer Dinge entwickeln und ergeben, die genutzt werden können, gegen uns genutzt werden können und dann für entsprechende Informationsaufregung dann auch mitten im Wahlkampf oder in entscheidenden Phasen sorgen. Deswegen glaube ich, ist das wichtig. Sie sprachen vorhin von Krisenfrüherkennung. Was kann man tun? Ich denke, es ist wichtig und das ist Bestandteil auch sozusagen unserer Einsatzgebiete.
Einsatzplanung, Einsatzführung, dass wir natürlich wissen, wer sich dort im Raum bewegen könnte. Und das ist ja nicht so, dass er da vor Ort ist, sondern das ist, geschieht ja global. Man weiß aber, welche Interessenlagen da sind. Man weiß, was schon gewesen ist aus der Vergangenheit. Das kann man in solchen Stäben ganz gut nachvollziehen und kann sich auf solche Dinge einstellen. Und dann braucht man einen leistungsfähigen Presseapparat, um diesen Dingen begegnen zu können. So wie die Unternehmens-Homepage entsprechende Botschaften verkauft, auch das Wofür erklärt, müssen wir uns immer wieder darauf einstellen, dieses Wofür wieder zu erneuern und zu unterstreichen, um auch entsprechend vielleicht doch zu überzeugen, aber mindestens diese zweite dann aus unserer Sicht objektive Information anzubieten. Ich kann nur ein Beispiel aus der sozusagen Inlandsarbeit nennen. Als ich für die Amerikaner gearbeitet habe, hatten wir doch erhebliche Informationsbegehren und auch Beschwerden sozusagen gegen Fluglärm von Hubschraubern. Das kriegen sie am Ende nie aus der Welt, weil der Hubschrauber wird nicht leiser und wir können diese Flüge auch einfach nicht unterbinden. Was haben wir gemacht? Wir sind runtergefahren und haben erklärt, warum wir fliegen. Das war eine Rettungshubschrauber-Ausbildung, die auch trainiert werden mussten, um sozusagen im Einsatz damals für Afghanistan auch in Landezonen runterzugehen, die nicht so sicher sind und trotzdem die Verwundeten auszufliegen. Das haben amerikanische Hubschrauber auch für unsere deutschen Fallschirmjäger 2010 getan. Und dann haben wir die mit diesen Bildern und mit diesen Geschichten, Rumpstories, konfrontiert. Da haben wir zumindest bei der Kommune, die ja auch mit vertreten war, nicht nur die Bürgerbewegung oder die Protestbewegung, sondern auch die Kommune, haben wir, ich denke, ein hohes Maß an Glaubwürdigkeit erzeugt. Die waren natürlich nicht zufriedener am Ende, dass wir trotzdem weiter fliegen. Haben wir verstanden, wofür wir es tun. Und man misst es ja dann, oder das kann man eben messen. Die Anrufe sind zurückgegangen, die Beschwerden sind zurückgegangen und ähnliche Dinge. Das kann man alles erfassen. Ich glaube, das ist ein Teil der Informationsarbeit. Da müssen wir uns einfach runtertrauen. Und nicht annehmen, das hat sowieso keinen Zweck, die überzeugst du nicht. Es geht am Ende nicht für die komplette Überzeugung. Es geht darum, für Verständnis zu werben, das Wofür zu erklären. Und ich glaube, da kann man eine Menge mehr tun und das muss man mit Home Stories machen. Das müssen wir selber tun als Verantwortliche. Das müssen am besten aber auch die Piloten tun. Die sagen, pass auf, ich brauche diese Flugstunden. Ich muss das bei Nacht machen. Ich muss mit dem Nachtsichtgerät fliegen, sonst geht's nicht. Und dafür müsst ihr mir einfach die Zeit geben. Sonst können wir unsere Leute dort nicht unterstützen. Also Authentizität ist hier ein wichtiges Stichwort. Ja. Bei sich bleiben, aber klar kommunizieren, warum man die Dinge tut, die man tut. Auch nicht klein beigeben und sagen, wir tun sie nicht mehr, nur weil sie euch nicht gefallen. Wir tun sie trotzdem, weil sie wichtig sind. Herr Kiesewetter, die Bundestagswahl. Mit was rechnen Sie und wie bereiten Sie sich persönlich jetzt auch darauf vor? Wir haben von Zugriffen auf Internetseiten, auf E-Mail-Postfächer gehört und gelesen. Wie stellen Sie sich da auf? Ja, zunächst einmal ist ja bekannt, dass immer wieder es Bundestags-Hacks gab, wo also in E-Mail-Accounts eingegangen wurde, die Abgeordneten wurden alle informiert. So viel waren es auch nicht. In der Presse war zu lesen, 7 Bundestagsabgeordnete. Der Hack 2018 war massiver. Es waren 31 Landtagsabgeordnete dabei. Aber wir müssen damit rechnen, dass es eben immer und immer wieder der Fall sein wird. Das heißt also, wir brauchen auch eine Art Cyberhärtung des Bundestages. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass auch jetzt von meinem Vorgehen jetzt im Wahlkreis, bin direkt gewählt, dass die Präsenz vor Ort ganz wichtig ist. Seien es Telefonsprechstunden, seien es Haustürbesuche mit Abstand, wo man eben aber auch ins Gespräch kommt, oder im freien Treffs, wo man sich am Marktstand oder sonst wo trifft, aber jetzt eben nicht, um Parteipapiere zu verteilen, sondern Rede und Antwort zu stehen. Ich glaube, das ist ganz okay. Worauf wir uns einstellen müssen, sind generelle Diskreditierungen, dass in der Union der Maskenskandal eine ganz besondere Rolle spielte, dass das nochmal aufgewärmt wird. Da hat sich aber, glaube ich, die Selbstreinigung sehr stark bewährt. Dann werden sicherlich Falschinfos kommen mit Blick auf unsere Auslandseinsätze, mit Blick auf die internationalen Verpflichtungen der Bundesrepublik, dass da eben insinuiert wird, dass wir hier versuchen, irgendwelche Rohstoffe zu sichern oder ähnliche Dinge. Also, dass es uns um freie Handelswege gehen muss, und so ist ja wohl selbstverständlich. Dann wird immer wieder die Debatte Rüstungsexporte hochkommen. Wir müssen uns ganz klar dazu bekennen, dass wir ja Krisengebiete nicht ausklammern können, sondern wir wollen in den Krisengebieten für Stabilisierung sorgen und diejenigen, die für Recht und Gesetz und die regelbasierte internationale Ordnung stehen, unterstützen und die anderen eben nicht. Und wenn keiner für die regelbasierte internationale Ordnung steht, müssen wir sehr klar sagen, was sind unsere Interessen. Wir tun oft so, als ob wir allen Recht tun wollen und halten uns raus. Und wir sind viel leichter angreifbar, wenn wir uns gar nicht positionieren oder nur kommentieren. Und ein letztes, ich glaube, gerade in Vorbereitung auf die Bundestagswahl
ist es wichtig, dass die Abgeordneten und auch, ich sag mal, die Parteizentralen das, was sie wahrnehmen an Angriffen und Falschinformationen, an eine, ich nenne es jetzt mal einfach, an eine Taskforce berichten, die man durchaus, ich möchte den FDP-Vorschlag nochmal aufgreifen, vielleicht beim Innenministerium oder so einrichtet, zeitweise, einfach nur um zu verstehen, was passiert, aber nicht um daraus Gegenpropaganda zu entwickeln, sondern hier um deutlich zu sein. Und dann möchte ich noch zwei Dinge erwähnen, die mir am Herzen liegen. Erstens, dass unsere Dienste besser ausgestattet werden in der Frage der Cyberabwehr und im Erkennen von Desinformation. Ich will es mal mit dem klassischen Begriff Erkennen von Zersetzung feststellen. Man spricht von Sabotage, wenn man etwas kaputt macht. Aber was passiert eigentlich in einer Gesellschaft, wenn Falschinformationen immer und wieder gebracht werden und das Thema Glaubwürdigkeit, Vertrauen und Verlässlichkeit untergraben werden? Also, dass wir wirklich zeigen, was Zersetzung bewirken kann. Das ist der eine Aspekt. Und der andere ist, das ist das schöne alte Thema, frag nicht, was das Land für dich tun kann, sondern du fürs Land. Unser eigenes Land deckelt die Freiwilligendienste bei 170.000, 180.000. Die Bundeswehr geht jetzt wieder voran mit dem Jahr für Deutschland. Aber ich glaube, wir werden als Staat gut beraten, wenn wir der jungen Generation ein besseres Angebot machen und sagen, nicht Pflichtdienst, weil sie müssen ja dann auch mit den Verweigerern umgehen. Aber ich glaube, so wie unsere junge Generation aufgestellt ist, dass 300.000, 400.000 junge Menschen jedes Jahr bereit wären, einen Dienst für die Gemeinschaft zu leisten. Und hier kann ich auch pädagogisch wirken und Begleitinformationen bringen, die die jungen Leute resilienter macht gegenüber Versuchungen und Verführungen mit eben Fake News. Ich glaube, das wäre etwas, wo wir als Staat ruhig mutiger sein sollten und die Bereitschaft zu dienen, sich einzubringen, stärker abgreifen zu motivieren. Also Sie sagen, die analoge Welt bleibt nach wie vor wichtig. Ich muss versuchen, in Kontakt zu treten, es nicht nur dem Internet überlassen, Meinungsbildung zu betreiben. Zum anderen sagen Sie aber auch, uns fehlt im Moment noch die Aufklärung, das genaue Wissen, was passiert da eigentlich, ist das, was im Informationsraum als Propaganda, als Fake News rumgeistert, wie zersetzend ist das? Uns fehlen die Daten. Ist mir natürlich auch als Wissenschaftlerin immer ganz unheimlich, wenn die Datenbasis eigentlich fehlt und wir so ein bisschen im Trüben fischen, keinen Gesamtüberblick haben. Und dafür braucht es in irgendeiner Form eine staatliche, zumindest Koordinierungsfunktion, die das leisten muss. Letzte Frage an jeden von Ihnen in der Runde. Ich fange an mit dem Herrn Knappenschneider. Wenn wir mit Schuld sind, aber natürlich auch mit verantwortlich sind, dafür den Verlust bzw. den Gewinn staatlicher Glaubwürdigkeit wieder zu erlangen. Wenn wir jetzt Wünsche frei hätten, wir haben über Institutionalisierung geredet, wir haben über die Eigenverantwortung jedes Einzelnen geredet, wir haben über Bildungspolitik geredet, wir haben über die analoge versus die digitale Welt geredet. Was würden Sie sich wünschen? Was ist hier zu tun? Kurzes Programm. Was soll jetzt passieren? Ich glaube, wir müssen uns ehrlich machen. Ich glaube, wir haben zu lange das Thema Glaubwürdigkeit als gegeben vorausgesetzt. Und unter diesem öffentliche Meinung, wir informieren uns, ist ein Informationsraum entstanden, auf den wir wenig bis keinen Einfluss haben. Und wir haben das auch letztendlich auch schleifen lassen. Also wir berichten in den traditionellen Medien darüber, dass es Menschen gibt, die sich nicht über traditionelle Medien informieren. Die Menschen, die sich da nicht informieren, bekommen von dem Diskurs überhaupt nichts mit. Wir hatten das mit Trump, da wurde in den Washington Post und CNN wurde über ihn berichtet. Seine Wähler lesen diese Zeitung nicht. Und ich glaube, unsere Herausforderung ist zu sagen, wie kommen wir da wieder hin? Wie können wir Glaubwürdigkeit auch erreichen in einer Gruppe von Menschen, die sich jetzt nicht in den traditionellen Medien informiert? Und da gibt es Ansatzpunkte, da müssen wir uns aber tatsächlich ehrlich machen, dass da mehr geschehen muss. Ansonsten machen wir uns tatsächlich schuldig an den weiteren Entwicklungen. Mhm. Herr Laubenthal, was wünschen Sie sich? Was sollte jetzt passieren? Auch von Ihnen ein kurzes Programm.
Wenn ich es für die Bundeswehr sehen würde, dann denke ich, ist wichtig, dass wir eben sprechen auf allen Ebenen. Die Glaubwürdigkeit, denke ich, hat diese Organisation, hat sie sich verdient, hat sie sich erarbeitet. Eine Lehre von mir ist, wann immer wir Einladung kriegen, sollten wir immer annehmen. Wir sollten uns nicht verstecken. Wir sollten hingehen und wir sollten auch vertrauen, wenn junge Leute gefordert werden, sagen, nein, wir wollen aber jetzt eben von den Piloten etwas wissen, dann müssen wir auch vertrauen, dass die dort auch sprechen. Und selbst wenn man was in die Hose geht, dann muss man die notwendige Gelassenheit haben, um das entsprechend auch zu ertragen. Ich glaube, dass diese Leute viel mehr für uns tun, Mehrwert erzeugen mit den Dingen, die nicht schiefgegangen sind, wo sie Glaubwürdigkeit erzeugen, dass das wirklich ist, was die Menschen überzeugt und was die Menschen sehen wollen. Das Verstecken und anonymes Kommunizieren über nur Homepages und nur Bilder, ich glaube, das ist der falsche Weg. Sondern wir müssen jede Möglichkeit nutzen, uns darzustellen und zu sagen, was wir tun und wofür wir es tun. Also ein Stück weit Kontrolle abgeben an die Angehörigen der eigenen Institution, darauf vertrauen auch in die Kraft der eigenen Institution, sagen Sie, da sollten wir uns mehr trauen, mehr Vertrauen haben. Herr Kiesewetter, Ihr Programm, was tun wir jetzt? Richten wir einen nationalen Informationsraumrat ein oder koordinieren wir uns anders oder nichts von dem? Nein, also wir sollten den Eindruck vermeiden, dass wir jetzt in einen Aktionismus fallen. Ich denke, über die 16 Bundesländer und die Kultuskompetenz sollte der Bund auf eine Art nationalen Bildungsplan schon hinwirken im Bereich Medienbildung, Medienkompetenz. Das ist, glaube ich, ein Aspekt, der auch in den Berufsbildern stärker sich verankern muss. Denn auch Unternehmen werden ja ein Interesse haben, dass sie Mitarbeitende gewinnen, die interessiert sind am Informationsraum und die auch wahr von falsch oder die Bewertungen leisten können und entsprechend unterscheiden können. Das wäre der erste Aspekt. Das zweite ist, so wie das Bundesamt für Sicherheit und in der Informationstechnik ja immer wieder auffordert, doch Würmer und Viren und so weiter zu senden, um zu prüfen, was da los ist, glaube ich, brauchen wir niedrigschwellig so eine Art schon, ich sag mal, Agentur, die, ich nenne das jetzt mal Agentur als Arbeitsbegriff, die Fake News aufbereitet und sag mal, vielleicht über einen Bundessicherheitsrat oder so, dann, wenn es wirklich zersetzend ist oder gefährdend ist, aufbereitet. Aber das Dritte, ich rate auch zu einer gewissen Gelassenheit. Nämlich, wie Herr Laubenthal auch schon andeutete, die Herausforderung anzunehmen. Das ist jetzt nun mal die Entwicklung der nächsten Jahrzehnte in dieser Richtung. Wir können sie nicht aufhalten, sondern wir müssen sie annehmen und mitgestalten. Und das bedeutet eben sicherlich Präsenz in diesem Raum, aber eben auch den Mut, die Dinge anzusprechen und zu sagen, das ist wahr und das ist falsch und dafür stehe ich. Klare Kante, aber verbindlich. Und dann sehe ich noch, weil wir, ich sage das auch als Außenpolitiker, ja auch wollen, dass unser Deutschlandbild im Ausland funktioniert. Wir haben die Stiftungen, die auch durch solche Veranstaltungen mit dazu beitragen, dass mehr Resilienz geschaffen wird. Aber wir haben auch die Deutsche Welle. Und die Deutsche Welle ist über Jahre unterfinanziert gewesen, hat Programme eingestellt. Ich glaube, dass die Deutsche Welle mit Blick auf die Länder, wo viele Cyberangriffe herkommen, damit meine ich nicht nur China und Russland, stärker aktiv werden muss, zu zeigen, was sind die Vorzüge einer freiheitlichen Medienlandschaft, wie funktioniert der Staat Bundesrepublik Deutschland und einfach auch offen auch über Fehler berichten, eine Fehlerkultur zu haben. Wenn wir eine Fehlerkultur haben, was nicht gut gelaufen ist, dann glaubt man uns auch, wenn wir bestimmte Dinge klarstellen wollen. Also es geht hier nicht ums Schönreden, sondern es geht um klare Haltungen, auch gegenüber eigener Fehlerkritik. Und ich glaube, in dieser Kombination sind wir gut aufgestellt. Und mir geht es nochmal letztlich auch darum, der jungen Generation zuzutrauen, dass sie in der Lage ist, von uns irgendwann die Flamme zu übernehmen. Mhm. Und wenn wir hier uns ehrlich machen und sehen, was wir alles nicht können und was die jungen Leute heute schon können und sie dann lernen von uns, ich sag mal aus der alten Zeit, dass vertiefte Bildung und vertieftes Nachlesen mithelfen, dann bin ich mir nicht bang, dass das gut wird. Das ist ein schönes Schlusswort. Ich glaube aber, wir haben heute einiges mitgenommen. Vielen Dank an Sie, Herr Laubenthal, Herr Kiesewetter und Herrn Knappenschneider für diese offene, auch
sehr angeregte Diskussion. Das Bedrohungsszenario, ich denke, so viel ist offensichtlich, von Fake News, Desinformation und Propaganda ist unstrittig und die Beispiele hierfür mittlerweile leider Legion. Staatliche Akteure und Organisationen werden nicht umhinkommen, so haben wir auch heute diskutiert, der Kommunikation und dem Kommunikationsraum einen zentralen Stellenwert in der Zukunft, aber auch schon in der nahen Gegenwart einzuräumen. Unsere große Stärke, die große Stärke unserer Demokratie, die Freiheit des gesprochenen Wortes, ist zugleich auch eine große Schwäche, weil sich eben nicht alle an die Spielregeln halten beim Verhandeln von Fakten, beim Verhandeln von Wahrheiten. Hier ist noch viel zu tun, auch um den Sicherheits-, den Stabilisierungs- und den Verteidigungsfaktor von Kommunikation, des Kommunikationsraums als solchem zu problematisieren. Wir sollten nicht alleine, denke ich, im aufklärerischen Sinne darauf bauen, dass das Gute, Schöne und Wahre schon obsiegen werde, weil wir im Gegensatz zu den anderen die besseren Argumente haben. Das würde den Herausforderungen einer wehrhaften Demokratie im 21. Jahrhundert wahrscheinlich nicht gerecht werden. Eine wertebasierte, wehrhafte Demokratie braucht eine wertebasierte, wehrhafte strategische Kommunikation. Und da sollten wir immer dran denken. Vielen Dank auch an Sie zu Hause, dass Sie an den Endgeräten eingeschaltet haben, uns heute beim Diskutieren zugeschaut haben. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und es war spannend. Und denken Sie immer dran, auch wir sind Teil des Diskursraumes. Lassen Sie uns unsere Macht weise nutzen. Sie vis pacem parabellum. Wer den Frieden will, muss auf den Krieg vorbereitet sein. Und das gilt auch für den Diskursraum. Tschüss.